Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Fluri. Wenn ihr Raffaello liebt, dann müsst ihr unbedingt meine gesunden Raffaello-Trüffel ausprobieren. Diese Variante ist viel leichter als herkömmliche Raffaello. Ich verwende kein Kokosöl, keine Kokosmilch. Die leckeren Trüffel sind proteinreich, nicht zu süß. Das perfekte Dessert oder Snack für zwischendurch. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Für meine Trüffel gebe ich in meine Schüssel Mandelmehl. Als Variante könnt ihr auch Kokosmehl verwenden. Dann kommen Kokosraspeln dazu. Dann gebe ich mein Vanilleproteinpulver dazu. Wenn ihr kein Proteinpulver zu Hause habt, könnt ihr das Ganze ausgleichen und einfach mehr Kokosraspeln oder mehr Mandelmehl dazugeben. Eine Prise Salz darf nicht fehlen für den Geschmack. Dann kommt Kokosjoghurt dazu. Hier könnt ihr als Variante auch Skyr ausprobieren, sowie Cashewmus. Ich habe Cashewmus am liebsten für diese Trüffel. Alle Zutaten mische ich zusammen und was natürlich nicht fehlen darf, ist ein Süßungsmittel. Ich habe sehr gerne Ahornsirup, aber hier passt auch sehr gut Reissirup oder Agave. Alles nun gut mischen. Ihr solltet am Schluss eine teigige, leicht klebrige Masse haben. Denn die Trüffel sollen nicht zu trocken sein, sie dürfen ruhig ein bisschen feucht sein. Aber wenn euch die Masse zu flüssig erscheint, könnt ihr noch ein bisschen mehr Kokosraspeln dazugeben. Mit einem kleinen Löffel forme ich nun runde Bällchen und gebe sie auf einen großen Teller. So gebe ich das Ganze nun für etwa 15 bis 30 Minuten ins Gefrierfach. Die Trüffel könnt ihr so genießen und im Kühlschrank lagern. Wenn ihr sie für längere Zeit aufbewahren möchtet, empfehle ich euch, die Trüffel ins Gefrierfach zu geben. Zum Verzieren finde ich es sehr schön mit heller, veganer Schokolade oder mit einer dunklen Schokolade, wenn sie mehr noch wie Bounty aussehen sollen. Ein super einfaches, gesundes Rezept, probiert es unbedingt einmal aus. Das Rezept mit den Mengenangaben zum Nachlesen findet ihr in der Videobeschreibung. Liebt ihr einfache und gesunde Rezepte wie diese? Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Fluri.